Viele Menschen leiden unter einer chronischen körperlichen Erkrankung oder werden im Laufe ihres Lebens mit einer solchen Erkrankung konfrontiert. Das erfordert ein Höchstmaß an psychischer Energie, an Anpassungsleistung und Bewältigungsstrategien. Daraus kann natürlich auch eine psychische Erkrankung entstehen, zum Beispiel Ängste, Depressionen oder vielleicht auch traumatische Erlebnisse. Es kann aber auch sein, dass man vielleicht schon eine psychische Erkrankung hat und dann kommt die körperliche Erkrankung und es wird sehr schwer, das Leben zu bewältigen. Zum Beispiel bei Schmerzerkrankungen. Hier ist es so, dass es natürlich ein körperliches Geschehen ist, aber auch ein seelisches Leiden verursacht. Bei kardiologischen Erkrankungen zum Beispiel entstehen Ängste. Wir nennen den Bereich dann Psychokardiologie. Oder auch der Bereich der Psychoonkologie. Bei Krebserkrankungen kommt ganz automatisch zu existenziellen Fragen. Und hier kann auch Unterstützungsbedarf bestehen. Oder auch im Diabetesbereich, der wirklich sehr in den Alltag eingreift und wo hier vielfältige Anpassungen des Lebensstils notwendig sind. Alles Erkrankungen, wo seelische Unterstützung notwendig ist. Die Behandlungen sind sehr komplex. Wir haben natürlich hier auch immer die somatischen Disziplinen dabei, die Fachärzte und von unserer Seite eben psychiatrisch, psychotherapeutisch, aber auch sozialarbeiterisch. Viele Menschen, die chronisch krank sind, sei es körperlich oder seelisch, haben hier größeren Unterstützungsbedarf. Das heißt, wir machen eine multiprofessionelle Behandlung in Rücksprache mit den zuweisenden Fachärzten und Hausärzten.